Hören Sie den zarten Klang der Märchenkugel? In meiner Geschichte, die ich für heute mitgebracht habe, geht es um solch hauchzarte, feine Klänge, wenn auch ganz unterschiedliche. Und es ist keine Es war einmal Geschichte, die Sie jetzt hören werden, sondern eine Geschichte, die genau in unsere heutige Zeit hineinpasst, eine sogenannte Lehrgeschichte. Da ging einmal ein Indianer und sein weißer Bruder mitten durch eine belebte Großstadt. Oh, es war ein Lärm um sie herum, dass man sich die Ohren zuhalten musste und dass man kaum miteinander reden konnte. Die Motoren brausten, die Motorräder knatterten, die Menschen sprachen in ihre Smartphones, hasteten aneinander vorbei und würdigten sich kaum eines Blickes. Da blieb der Indianer auf einmal stehen und lauschte und lauschte. Und ein Lächeln ging über sein Gesicht und er ließ die Blicke schweifen, ging ein paar Schritte und lauschte wieder. Hörst du? Fragte er seinen Freund. Hörst du? Was soll ich hören? Sagte der. Lärm! Was denn sonst? Der Indianer aber ließ sich nicht beirren. Er folgte dem Geräusch, das nur er wahrnahm, folgte ihm in eine kleine Gasse, ging die Gasse bis zum Ende und kam schließlich an eine große Häuserwand, über und über mit Efeu bedeckt. Und wieder lauschte er. Und dann trat er hinzu, teilte das Blattwerk, und da saß sie, eine kleine Grille, die zirpte und ihr Lied sang, so laut sie nur konnte. Der Weiße war fassungslos. Also, du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass du dieses leise Zirpen mitten im Lärm der Straße gehört hast. Das kann doch nicht sein. Es sei denn, nun ja, ihr Indianer, ihr lebt in der Natur. Ihr habt einfach ein besseres Gehör als wir Weißen. Ihr hört auf die Stimmen der Tiere, des Waldes. Ja, kein Wunder. Ihr hört vielleicht wirklich noch das Zirpen einer Grille in der Großstadt. Der Indianer schüttelte den Kopf. Mein Bruder, sagte er, mit dem Gehör hat es rein gar nichts zu tun. Weißt du, wir Indianer hören nicht besser und nicht schlechter als ihr Weißen. Allerdings richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was die Natur uns erzählen will. Aber weißt du, ich werde es dir beweisen. Und dann gingen die beiden zurück wieder auf die belebte Straße und das Leben toste wieder um sie herum. Da blieb der Indianer abermals stehen und zog eine Münze aus seiner Tasche und ließ sie zu Boden fallen. Kling machte es, als die Münze auf dem Boden auftraf. Und was soll ich euch sagen? Augenblicklich blieben die Menschen, die um sie herum waren, stehen, griffen in ihre Taschen, schauten zu Boden,
ließen ihre Blicke schweifen und ja, einige bückten sich sogar, um das Geldstück aufzuheben. Ha! Siehst du, mein Bruder, sagte da der Indianer zu seinem weißen Freund, siehst du, das ist der Unterschied. Es liegt nicht an einem feinen oder schlechten Gehör, sondern allein daran, worauf wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten. Ja, wir Indianer, wir richten uns aus auf die Schönheit, auf die Stimme der Natur. Ihr jedoch, ihr Weißen, ihr richtet eure Aufmerksamkeit auf den Klang des Geldes. Und da mag er wohl recht haben, aber jetzt, in diesen Tagen, wo es um uns herum so ein bisschen langsamer und ruhiger geworden ist, ja, da haben wir doch auch die Chance, wieder einmal das Zirpen der Grille mitten in der Großstadt zu hören. Also, geht raus, macht euch auf den Weg und folgt dem Zwitschern der Vögel oder auch dem Gesang einer kleinen Grille. Thank you.